Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich bin Sanvinkol. In der letzten Folge haben wir noch eine Runde mit Kaslo gelabert. Er hat irgendwas gesagt von der Pforte. Anscheinend das, was er da gerade anbetet oder so. Da müssen wir wahrscheinlich... Nee, das ist keine Pforte. Irgendwo anders ist die Pforte. Ich habe euch die Geschichte erzählt von meiner abgekackten Festplatte, dass so viele Folgen verloren gegangen sind. Wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr die vorherige Folge nicht gesehen habt. Meine Festplatte ist abgekackt, die Schnellversion gibt es jetzt. Ja. Meine Festplatte ist abgekackt und ich musste den ganzen nochmal spielen, bis ich wieder an einem bestimmten Punkt war, wo ich glaube, dass ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber egal, nichtsdestotrotz geht es jetzt hier weiter und hier, glaube ich. Hier geht es zu dem Onkel. Glaube ich. Jetzt brauche ich vielleicht wieder eine schnelle Waffe. Ich weiß nicht, ob ich den Start nochmal probieren soll. Ich mag den, ich mag jetzt so Stäbe gerne. Speichere ich nochmal ab. Vergebe die Punkte. Und dann schauen wir mal. Irgendwie das Spiel spackt auch ziemlich rum. Das stürzt öfters mal ab und alles. Ich weiß nicht, was da los ist. Habe ich in letzter Folge schon mal erwähnt. Ich kann da keine Backsteps machen. Jetzt mache ich erstmal den Hebel runter und den... Bisschen, komm. Ja, so. Der wäre unten. Jetzt schaue ich nochmal nach meiner Rüstung. Ich bin eigentlich relativ schnell. Ob ich nicht was anderes anlegen kann. Was Besseres. Was mir ein bisschen mehr Schutz oder lebende Legende. Was habe ich denn überhaupt an? Harmonie, mittlere Rüstung. 9 Kilo. Die obere. Aber bin ich nicht schnell genug, ne? Harmonie. Gibt mir aber nicht so viel Schutz. Dafür bin ich schnell. Die Frage, Symmetrie. Hatte ich auch nicht an. Kaltes Blut ist eine leichte Rüstung. Sieht aber cool aus. Mittlere Rüstung. Was machen die? 3? 3,9 Kilo. Ich bin noch im grünen Bereich. Die sieht cool aus irgendwie, ne? Ich glaube, die lasse ich mal. Schnell bin ich. Ja, schauen wir mal da rein. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Are you ready for Rumble? Ladies and Gentlemen, the Boss Fight. Oh, scheiße. Ich hätte es nicht machen sollen. Der Mucke. Wow, was macht der hier? Hä? Was durch Schild durch? Das kriege ich Hauer. Boah, das ist sitzlos. Nicht bedeutend, nein. Wow. Weg. Und hin. Wow. Der gibt mir ganz schön fürs Brummen. Okay, jetzt darf ich auch mal wieder hauen. Ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Weit, weit genug weg. Ey, ich stehe da. Ich bin. Wie, was ist das für eine Reichweite, mein lieber Scholli? Weg. Oh, was macht der? Macht gar keinen Schaden. Schau mal ab. Sind das überall blau? Da kommen überall die Messer raus wahrscheinlich. Boah, nein, Hilfe. Oh, shit. What? Was machst du?
Da, hau mich. Ich sehe schon. Ich krieg Haue von allen Seiten. Wow. Hat's wenigstens geklappt? Ja. Ich schon wieder. Oh, schon wieder. Das ist diesmal nicht mein Freund. Autsch, 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 autsch. Meine Herren. Boah, lecky Banana. Was macht der? Ah, hau doch, geht, hau ihn doch kaputt, ey. Der haut sich selbst kaputt. Ey. Ich mach kaum Schaden. Habt ihr schon mal gesehen? An dem Kollegen da. Ich komme zu gar nichts, glaube ich. Wo ist denn der? Oh, sag mal. Schaffe ich nicht mal den anderen. Komm, lauf doch mal zu. Er springt. Wenn, guck mal, der springt, obwohl er rennen soll. Ist schon zweimal gesprungen. Ich glaube, ich... Ey, der springt nur noch. Der rennt nicht mehr. Dieses Dreckspiel hier, Mann. Ehrlich, das kotzt mich wirklich an. Was ist denn das? Jetzt bin ich gleich tot. Ich mache überhaupt keinen Schaden bei dem, ey. Jetzt holt er schon wieder seine Hilfe. Renn los. Los, renn doch, renn doch. Jetzt hat er wieder nicht gehauen. Mein Gott, hey, echt, das ist mir scheißegal, komm her. Was macht der jetzt da? Ich sehe nichts mehr. Ey, gibt's das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hey, echt. Macht ihr die schon wieder, die Scheißdinger da? Oh, jetzt krieg ich Haue. Jetzt komme ich nicht weg. Ja, jetzt krieg ich Haue. Ah, ja. Einmal hat er mich erwischt. Oh oh.
Renn doch! Nein! Tot. Wieso bin ich tot von einmal? Wo war's denn? Und wieder ein Fehler, wie ihr seht. Das Spiel stürzt wieder ab. So geht es die ganze Zeit. Ich habe voll ein Problem mit dem blöden Spiel. Und deshalb würde ich sagen, wir machen Cut hier. Wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ihr habt jetzt endlich mal in der vorhergehenden Folge, in einem Teil davor, mitbekommen, was passiert ist. Das Ding stürzt bei mir ständig ab, das Spiel. Und ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, warum das so ist. Jetzt fange ich hier nochmal von ganz vorne an. Ich habe ja den Bosskampf, ja gut, mehr oder weniger, ich bin draufgegangen. Das Tor ist zu. Fängt das von vorne wieder an. Muss ich mit Kassler jetzt auch nochmal sprechen? Nee, öffne die Wegpforte, okay. Nee, doch. Was? Die Abtei muss gesichert werden, bevor wir die Roga verfolgen können. Okay, also doch da rein. So. Aber aus meinem Fehler lerne ich ja bekanntlichermaßen. Das heißt, ich werde eine andere Waffe nehmen. Ich brauche eine Waffe, die richtig fett Alarm macht. Was ist das hier eigentlich? Blutgier. Schaden 70 und die Fügung 97. Na ja gut, 70. Dann nehme ich wieder meine gute alte Fügung und drücke das Ding nochmal runter und... Komm runter! Ja! Jetzt sehen wir natürlich das Video nochmal. Das ist eigentlich auch blöd, ne? Jetzt haben wir den gleichen Mist hier. Okay. Dann machen wir es halt nochmal. Zurück, mein Freund. Nicht seitwärts, zurück. Oh. Ich komme dazu nix, ey. Man ist zu gierig, man wird einfach zu gierig und jetzt kassiere ich erstmal einen fetten Schlag. Und noch einen. Wow. Nicht schon wieder. Ich hänge aber auch irgendwie immer in den dran, wenn ich, sobald, egal bei welchem ich da mache, wenn ich einen Schlag mache, dann klebe ich erstmal eine Sekunde und ich komme nicht weg. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Einen kriegst du noch. Hä? Das ist das hier wieder, wo man sich in Sicherheit bringen muss. Da bin ich eben vorhin gestorben dran, ne? Alter Schwede, hey, echt. Jetzt macht er was? Ja, das kriege ich erstmal... Ja, genau. Ey, echt, das ist doch so zum Mäusemelken. Es lebt ja auch noch, das Vieh. Ja, Mensch. Und der wird denn nicht eingeloggt? Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Noch nicht mein Freund. Jetzt komme ich wieder nicht weg. Nicht springen, rennen. Jetzt fängt das schon wieder an mit dem Springen. Oh, jetzt kriege ich auch wieder Haue. Oh Mann, das ist doch...
Oh, deine Meter, alles nieder. Okay, mein Freund. Jetzt hänge ich wieder fest. Ich kann einen Schlag machen. Was macht er jetzt wieder? Super. Boah, die machen ganz schön Alarm, diese Spieße, hey. Wenn wir meinen Trink genehmigen. So viel habe ich nicht mehr. Macht er das schon wieder, den Mist? Und macht er das auch noch? Jedes Mal, guckt euch das an, was der für eine Scheiße macht hier. Das Spiel spinnt total. Ich renne auf Losrennen und er springt. Der ist kaputt. 4.320 Schaden macht er. Und gleich noch so ein Teil dahinterher. Jetzt kriege ich wieder eine verbreitet. Ja. Ich klebe eine Sekunde mindestens, egal bei welchem Gegner das. Ich klebe da immer ein bisschen. Ich glaube, eine Sekunde ist das. Ich will auch mal wieder. Oh, ich mache gerade keinen Schaden, kann das sein? Ist der eingeloggt? Ist der nicht eingeloggt? Alter Scholli, hey. Wieder nicht eingeloggt? Ja, genau, hau mich einfach. Ich ist einfach nicht eingeloggt, ne? Ich mach dich fertig jetzt. Komm her. Du Spacken. Und das Spiel ist diesmal nicht abgestürzt. Dann bin ich aber froh. Alter Schwede. Anbeter. Ja. Ja. Nur im Katastrophenfall. Eine Trophäe. Super. Clownfang. Großaxt. Clownfang. Okay. Das sag ich mal alles noch ein. Menschlicher Schädel. Ja, es gab es in den Katakomben auch zu finden. Einiges an menschlichen Schädeln und so. Da ist auch noch was versteckt. Eine Rolle. Als die Richter den Gott verbannten, verschwanden die Roger und mit ihnen der gesamte Tempel. Die Menschen sagen, dass man manchmal im Gebirge der Hand Gottes ein Trugbild des Tempels sieht. Könnte es sein, dass er irgendwie in eine Art andere Dimension gezogen wurde? Der Friedhof wurde geplündert. Die größte Verwüstung findet man am Grab dieses Mörders, des Häuters. Ist dies das Werk eines Räubers? Oder hat sich der Mörder aus seinem Grab erhoben? Niemand glaubt mir, aber diese verfluchte Seele muss zur Ruhe gebettet werden. Da. Hä? Soll ich da hochkommen bitte? Auch eine Rolle. Jetzt springt er schon wieder, obwohl ich Rennen gedrückt habe. Also es ist schon manchmal kurios. Ihr habt es selber gesehen, das Spiel stürzt ab. Es ist die Frage, wie viel... Na gut, ich muss es eh am Anfang nochmal machen. Ich wollte überlegen, ob ich es rausschneiden soll oder nicht, aber ich glaube nicht, das wäre ja jetzt dann... Dann würde der ganze Zusammenhang fehlen von dem, was ich jetzt erzählt habe, mit dem Abstürzen und so. Das ist ständig Abstürzer Spiel. Stimmt. Das wäre blöd. Das wäre ziemlich blöde, ja. So, aber ich muss trotzdem irgendwie mal wissen, wie lang das jetzt der vorgehende Part schon war. Da bin ich ja ohnehin drauf gegangen. Dann ist es prompt abgestürzt und dann geht es nochmal von komplett vorne los. Hm. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr.
Da war noch ein Tor, ne? Verlassen? Geht. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt zu Castro nochmal gehen, ne? Verdammt nochmal. Jetzt habe ich das natürlich voll verpennt. Aber ich denke, dass das... Hä? Kehre zu Castro zurück. Ah, das sind die Katakomben. Na klar. Offene Kiste, hier war ich schon. Ob ich die gesamten Katakomben durchgesucht habe, das kann ich so nicht sagen. Denn die Videos sind alle weg. Mit der blöden Festplatte. Ich muss mir erstmal eine neue Festplatte kaufen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Und damit ich da mir meine Sicherheitskopien immer drauf laden kann dann. Mensch. Ja, muss ich unbedingt mal machen. Muss ich nachholen. Irgendwann mal. Demnächst. In diesem Theater. Dann gehen wir halt wieder zu Castro und dann werden wir weitersehen. So, Herr Castro, wo bist denn du? Wo ist denn der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Die Sense sah mir doch recht gefährlich aus, aber dich konnte sie nicht abschrecken. Naja. Ist sie nicht leicht zu schlagen. Nun sieh einer an, was die Katze da wieder angeschleppt hat. Castro, das ist Jedka. Sie sucht nach irgendwas ganz Besonderem. Du hast ja keine Ahnung, Harkin. Wie ich sehe, hast du einen Mönch aufgelesen. Mein letzter hatte nicht so viel Glück. Bezaubernd. Du weißt wirklich, wie man bei einem Gespräch das Eis bricht. Jedka, lass mich raten. Du hast doch hier irgendwas vor. Was glaubst du denn? Ich weiß, welche Geheimnisse hinter der Wegpforte auf uns warten und ich werde mir das nicht entgehen lassen. Was ist auf der anderen Seite der Wegpforte? Sie trennt unsere Welt vom Reich der Roga. Die Pforte führt zu einem verlassenen Tempel, der einst den Menschen gehörte. Die Roga greifen von dort aus an. Antanas befahl mir, mich dorthin zu begeben und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihre Invasion aufzuhalten. Wie soll uns das zu Antanas führen? Das wird es nicht. Noch nicht. Als erstes müssen wir das Gebiet sichern. Und mit wir meine ich dich. Mit diesen Verletzungen wäre ich eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich arbeite sowieso besser alleine. Betritt jetzt die Wegpforte, Hakim. Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Aha. So, so, so. Zerstöre das Tor der Herrscher nach Steinwehr. Wie, wenn ich das Tor zerstört habe, ist das schon der Schluss dann vom Spiel. Das kann nicht sein, ne? Aber das erfahren wir alles im nächsten Teil. Das soll es gewesen sein. Ich flicke die anderen zwei Teile dann zusammen. Dann kriegt das ja mit dem Absturz live und in Farbe oder in Blau, je nachdem. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Teil, wenn ich durch die Pforte schreite, anscheinend mit Jedka und Castro zusammen. Ich weiß nicht genau, aber wir werden sehen. Tschüss, bye bye, winke winke. Hier war euer Sandvinkol mit Lords of the Fallen und all seinen Fehlern. Tschüssi.